Hallo, wir sind Alina und Nick Shalamov. Und wer sich für Klavier und Flügel interessiert, sollte sich gut beraten lassen. Die richtigen Fragen stellen, aber am wichtigsten muss man einfach selber ausprobieren. Deswegen sind wir hier im Zerbechstein-Zentrum Berlin. Wir sind aber hier nicht alleine. Ja, wir sind mit einem Expert und der Leiter des Zentrums hier, Arndt. Ja, herzlich willkommen, Stuhl Schalamow. Schön, dass Sie da sind hier. Ich habe sehr viele Instrumente repariert, restauriert, mit vielen Marken mich auseinandergesetzt und final hat mich mein Weg des Klangideals wegen zu Bechstein geführt. Bin jetzt hier schon fast 10 Jahre und freue mich wirklich sehr über jeden, dem ich diese Leidenschaft weitergeben kann, Klaviere und Flügel vom Bechstein einen Weg zu betreuen und zu leiten, sei es für Anfänger oder bis zum Profi, meine Erfahrungen weiterzugeben. Und es ist faszinierend, immer wieder einen Menschen, eine Persönlichkeit zu verbinden mit einer Persönlichkeit eines Instrumentes aus unserem Portfolio. Also es ist wirklich eine Leidenschaft, die sehr, sehr viel Freude bringt im Leben. Vielen, vielen Dank, dass Sie für uns und für unsere Zuschauer die Zeit gefunden haben. Wir haben viel zu erzählen. In dieser Serie probieren wir verschiedene Instrumente. Und auch vergleichen. Uns ist der Klang sehr wichtig. Deswegen ein Klavier mit einem Flügel zu vergleichen, ist sehr interessant. Aber auch zwei Klaviere von verschiedenen Marken. Oder ein Klavier, der groß ist und der andere klein. Auch ein akustisches Instrument mit einem digitalen Instrument zu vergleichen. Das machen wir auch. Wir haben auch viele Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene. Also viele, viele Themen. Wir freuen uns sehr und wir hoffen, Sie genießen unsere Geschichte.